weiß, mein Herz schlägt. Ah, die Sonne geht unter drüben am Deich. Herzschlag auf 100, alles im grünen Bereich. Der Kompass auf Norden, die Grenze der Himmel. Immer nach vorne, wir kennen kein Limit. Erst durch die Gesänge der Ultras steigt in der Menge der Puls an. Bengalo schon längst auf den Rängen verpulvert. Daneben trägt Opa sein Enkel auf Schultern. Seite an Seite, Junge und Alte, Grüne und Weiße. Wir sind zwar alle verschieden, doch unsere Herzen fühlen das Gleiche. Träumen von Champions League, Champions League, wie Chelsea und Juve. Immer das Beste versuchen, alles auf Sieg bis zur letzten Minute. Da wo das Wetter nie gut ist, fällt nicht nur Regen, da fließen auch Tränen. Doch heute kommen alle zusammen an die Weser und genießen das Leben. Jeder der Welt kriegt zu Hause eine Packung. Schon immer für Werder wie Claudio Pizarro. Egal ob beim Derby in Hamburg oder auf Reisen nach Rom. So oder so schreien alle synchron. Mein Herz schlägt. Hallo, mit Werders Trainer Florian Kohfeldt und Moderator Jens Watermann. Präsentiert von Parkett und Fußbodentechnik Oberzauber, Hilltop Fliesen und ZSD Solar. Ja, ich begrüße euch an dieser Stelle nochmal recht herzlich zum vierten Memoria-Talk hier in Stadtlohn. Memoria steht für Erinnerung, für die besonderen Momente im Leben meiner Gäste und ich habe euch heute jemanden ganz Besonderes mitgebracht. Als Superheldenkraft würde er gern fliegen können, dabei ist er ja ein total bodenständiger Typ. Seit 20 Jahren dieselbe Freundin, mittlerweile Ehefrau, seit 2006 bei Werder Bremen, begonnen in der Jugend, im Nachwuchs. Mittlerweile Cheftrainer bei den Profis und der macht so gut, dass der DFB es für eine super Idee gehalten hat, im letzten Jahr Florian Kohfeldt zum Trainer des Jahres zu machen, 2018. Dann hast du es selber angesprochen, in frühester Kindheit ging es schon nach Delmenhorst. Was sind so deine Erinnerungen an die Zeit beim TV Jahn? Oh, das sind sehr, sehr vielschichtige Erinnerungen, wirklich, weil ich muss sagen, ich habe gewohnt in Delmenhorst, wir sind da hingezogen mit, da war ich, also mit 4 Jahren bin ich weggezogen aus Siegen, aus meiner Heimatstadt, da habe ich so gesehen keine Erinnerungen an meine eigene Zeit da, aber unsere gesamte Familie lebt da bis heute noch, also mütterlicher und väterlicherseits, wir sind sozusagen die Einzigen, die da rausgekommen sind. Dann sind wir nach Wiesbaden gezogen, in die Nähe von Wiesbaden, beruflich von meinem Vater. Und dann bin ich mit 6 Jahren nach Delmenhorst gezogen. Und ja, da war der TSV Jahn natürlich einer meiner großen Sozialpunkte, das muss man so sagen. Weil ich bin sofort in den Verein eingetreten, habe da seit der F-Jugend gespielt. Erst im Mittelfeld und dann habe ich im jugendlichen Leichtsinn der Torwart gefehlt bei einem Turnier und ich habe gedacht, oh, das ist so eine geile Idee, das mache ich jetzt mal. Dann war das zwar nicht so gut, dass das irgendwie mal für eine Profikarriere gereicht hat, aber schon für, sagen wir mal, einen Amateurverein überdurchschnittlich gut. Und dann hatte ich einen Salat, dann musste ich da drin bleiben im Tor. Und wir haben einfach sehr, sehr viele Freundschaften auch da gepflegt und geknüpft, definitiv. Familie? Mein Zufluchtsort. Noch mehr geworden durch den Job, aber schon immer gewesen. Also auch, damit meine ich nicht nur meine Frau und meine Kinder, sondern auch Eltern, Geschwister und ja, leider sehr selten geworden, aber immer noch gibt es schöne Momente, wo man dann zusammen ist. Auf dem Weg in die Katakomben sprintet der erste Aufwärmspieler an uns vorbei. Es ist Claudio Pizarro. Wir schleichen bis zur Kabinentür und öffnen diese einen Spalt weit. Und hören mal rein. Okay, Jungs, 5 Minuten für euch. Physio, Arzt, alle. Zeitsprung, 5 Minuten vorbei. Alles gut? Für euch? Ja? Alles gut? Körper gut? Okay, gut. Ja. Erstes Taktische, ganz wichtig. Erste Halbzeit. Viereraufbau bei uns, ein Sechser, 2 Achter, relativ klar, so wie wir es immer machen. Vorne haben wir 10er gespielt, 2 Stürmer. Union hat uns mannorientiert zugestellt, habt ihr nicht hingekriegt, muss man sagen. 4er-Kette hier, haben die Raute gespiegelt, vorne 2 Stürmer, sind uns breit angelaufen, immer so, passt auf den Außenverteidiger. Da steht hier, das ist der Raum, wo wir rein müssen. Das ist der Raum, wo sie ins Springen kommen, weil dann kommt er von hier. Dann hat er ein Springen, dann sind wir hier, wieder da und dann geht's in die Tiefe. So oder so schreien alle synchron. Mein Herz schlägt.